Welcome to the jungle. Into the jungle. Big city jungle. Ja, ja, big city jungle. Ich komme weit klar, aber auch im Dschungel der Großstadt, ja. Das ist doch wohl logisch, das ist sonnenklar. Die Bio ging krass. Ich war Zeit meines Lebens auf beiden Seiten vertreten, ja. Ich kenne das Stadtleben, was viele Vorteile hat, aber auch gefährlicher ist, denn ja. Es ist klar, dort herrscht mehr Betrieb, mehr Armut. Mehr Freaks sind unterwegs, ja, als Mörder fällst du nicht auf. Du gehst einfach unter in der Masse, ja. Die Anonymität der Großstadt verschafft sie dir das Leben, das du führen willst. Keiner geht dir auf den Sack, alle machen ihr Ding. Keiner guckt irgendwo anders hin, denn jeder hat ein Ziel und das fokussiert er an. Erst hab ich mein Ziel angepeilt und jetzt verfolge ich es hartnäckig, denn ich krass Video, ich will irgendwann mal die Bank sprengen und richtig abkassieren, ja, absahnen, denn ich krass Video, mein Talent ist doch wohl noch zu fördern und noch auszubauen, ja, die Klauen nicht bringen es aber jetzt schon irgendwie viel, viel mehr als du. Ah, sieh mal zu, dass du wegkommst, Junge, sieh es ein. Kind krass, TPO, ich mein. Wenn ich sage, dass du gehen sollst, machst du es besser, denn du kommst mir suspekt vor. Ich denke, du bist nur ein Subjekt, das sich bei uns breit machen will und Ärger anzettelt und Unruhe stiftet. Deswegen sag ich dir direkt, dreh dich um auf der Stelle und dann geh wieder dahin, wo du hergekommen bist. Denn Typen wie dich kenne ich ganz genau. Du machst erst doch freundlich und dann, wenn du weißt, wo wer was hat, dann schlägst du zu und siehst einen nach dem anderen an. Ja, ich kenne das schon, ich kenne das schon. Denn ich war auch mal so ein Bastard, klar. Also laber nicht, ich weiß, dass du so eine Type bist. Denn ich kenne mich aus, ich war ja auch so drauf. Ehrloses Gesindel. Ehrloses Gesindel, Verräterpack, ehrloses Gesindel, seh ich immer wieder. Überall auf der Straße kannst du sie sehen, unehrenhafte Penner. Die Verräter sind ja noch obendrein, 31er Kandidaten, ich mein. Sie karten dich an und du fährst erstmal ein, nur weil sie meinen da mal was gesehen zu haben auf deinem Tisch. Ja, die sind doch nicht frisch, genau wie die Bullen. Der Staatsanwalt und auch der Richter, ja, ich sag's nochmal. Was kriminalisiert mich wegen ein paar Bütchen? Aber im Bundestag ballern sie Pokertütchen. Fünf Bütchen weg. Check ich das nur nicht oder kriegt ihr auch nicht wirklich auf die Reihe, was die Karte soll? Ich zahl doch lieber Steuern anstatt einzufahren. Ich meine, es gibt Geldstrafe jedes Mal. Hast du das Geld nicht dann? Bye bye, ab in den Bunker. Naja, ist ja dem Staat seine Kohle, aber irgendwie schade um Geld, oder? Oder schade um das Geld, oder schade um das Geld, liebe Angela. Nee.